So, YouTube. Ich habe ein bisschen rumgeguckt, nichts gefunden im Workshop. Und deswegen machen wir weiter mit Worker and Resources Soviet Republic, indem wir die Sachen hier benutzen. Ich habe nämlich herausgefunden, wie das im Workshop gedacht ist. Und zwar nehmen wir einen Railover Pass. Und zwar nicht einen doppelten, sondern einen einfachen. Und der ist nämlich zum Beispiel linksseitig. Den würde ich aber gerne so rechtzeitig eher haben. Ja. Ja. Ja, okay, der ist falsch rum. Ich brauche den andersrum. Der ist nämlich L und ich brauche R. Okay, den gibt's nur mit L. Da ist der R. Okay, den gibt's mit R. Genau. Und dann wollen wir das nämlich so haben. Glaube ich. Ja, dann müssen wir nochmal gucken, ob das jetzt so funktioniert, so wie ich das hier geplant habe. Ich glaube nämlich nicht. Shit. Okay, den können wir ganz eng setzen. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube nicht gut für die Schiene. Wir brauchen nämlich Abstand zum Gebäude. Und jetzt nehmen wir nämlich Straße. Also wir haben Overpass R3, jetzt brauchen wir Straße R3. Da. Das ist die hier. Und die kommt nämlich gegenüber. So, genau. Aber, nee, das ist falsch rum. Ach, weil ich das gespiegelt habe, nicht? Okay, man sieht das gar nicht, wenn man das jetzt, wie rum das ist. Oh, und das war nervt. Also nochmal. Also, wir haben Road Schiene L. Okay, dann lassen den Schienen-L-Ding mal so, wie er ist. Und nehmen jetzt Road R3. So. Und die passen doch nicht zueinander gerade. Ach doch, so rum. Ja, klar. Durch die ganzen Ein- und Ausgänge sieht man das nicht so gut. So. Und dann wäre das nämlich verbunden miteinander. Das ist die Sache, das ist genau falsch rum. Aber dann könnten wir hier später nämlich mit einer Schiene dran vorbei und wir könnten hier mit einer Straße dran vorbei. Was wir jetzt aber sehen, wir haben die dumme Straße auf der falschen Seite. Das heißt, wir brauchen Schiene L. R. Also Schiene R. Und eventuell müssen wir das Ganze nach hinten versetzen. Und die Autobahn nochmal wegreißen. Ich glaube, da werden wir nicht drum herum kommen. Das Gute ist... Straßen? Habe ich alle Straßen weggerissen? Okay, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die Straßen weggerissen hatte. Aber wahrscheinlich habe ich die gar nicht erst gebaut, nicht? Ja. Wir renaturieren das mal, dann sehen wir besser, wo was ist. Weil der Sand, der lenkt doch schon sehr stark ab. Muss man mal sagen. Besser. Und jetzt nochmal. Also, wir wollen Road Schiene R4. So, die Schiene R4. Das heißt, die auf der Seite. Genau. Dann müssen wir mit Straße L3 oder L4 anfangen. Rot L4, da ist sie. Und das ist jetzt unten. Genau. So, jetzt hat das. Hat er das nicht verbunden?
Okay. Und hier auch irgendwo. Ja, und dann sehen wir, dass das nicht passen wird von der Anschlusslänge. Aber machen wir erstmal fertig. Also, wir haben... Interessant. Dann gibt es das eigentlich zweimal. Das ist ja praktisch. Road R4, dann machen wir Schiene L... Irgendwas. Jetzt muss ich gucken. So rum ist das richtig. Okay. Und das können wir hier gar nicht setzen. Okay. Dann sind die nämlich oben drüber verbunden. Blöd, das Ding ist dann visuell auf der Schiene. Ja, das ist kacke. Das ist nicht schön. Geht das auch anders? Es ist auf der Straße. Okay, dann muss die doch ein Stück dichter ran, glaube ich, damit das gar nicht erst passiert. So. Und jetzt gucken wir, ob das auch vom Platz her okay ist. Nicht, dass es so eng ist, dass die Schiene denn da nicht gebaut werden könnte. Doch. Okay. Mehr wollen wir ja gar nicht. Wir haben nicht viele Wünsche im Leben, aber das ist einer davon. Jetzt ist die Sache mit der Pipeline. Eventuell können wir die einfach von hier... Ah, der Ausgang zeigt nach da. Ah, ich glaube, dafür ist jetzt L und R und sowas da. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt nicht Schiene R4, sondern R2 oder so. Ja, okay. Langsam komme ich hinter die Geheimnisse von dem Ding. Da ist es okay. Dann können wir nämlich hier so ran, theoretisch. Hier müssen wir nicht ganz so weit nach hinten mit einem. Okay. Ja, jetzt. Blöd ist mit dem Klon. Ich kann es nicht klonen und gleichzeitig, quasi abreißen. Das heißt, wir müssen es erst setzen. So falsch, wie wir es wollen. Dann müssen wir es abreißen. Ja, das muss ja alles weg hier. Irgendwo gab es auch Batch Destruct, aber davon nehme ich mal Abstand. Sonst zerhaue ich mir hier alles. Forschungsprogramm abgeschlossen. Okay. Das wollen wir doch gleich mal weitermachen. Dann können wir nämlich auf die Studie zu Ingenieur Stahlermüdung. Dann haben wir das mit dem Stahl, glaube ich, nämlich alles abgeschlossen. Öl steigt. 139.000 machen wir übrigens plus im Schnitt. Gefällt mir. Wir bauen ja nicht so viel. Von daher ist es gar nicht so schlimm, wenn wir ein bisschen Zeit uns lassen. Mit allem. Okay. Und die beiden laufen auch inzwischen voll. Sehr gut. 344 Tonnen, da 1500 Tonnen. Du arbeitest, du arbeitest, du arbeitest, du arbeitest. Sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pumpen. Finde ich schon mal okay. Mittelgroßes Ölfeld. Da fließt gar nicht so viel durch. 385. 26% merken wir uns mal. Jetzt habe ich hier die Pumpen nicht mitkopiert. Doch, habe ich. Okay, dann klonen wir erstmal das hier.
Aber das nochmal zu machen, da habe ich keinen Bock drauf. Klon. Das, warum es das nicht einfach fertig gibt, das wäre was. Ist das gerade? Ich weiß irgendwie nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, das wird krumm und schief. Okay. Sollte passen, oder? Ich hoffe, der kommt da rum. Natürlich kommt der da nicht rum. Doch. Bisschen Trick 17, dann geht das schon. Und dann hätten wir hier nämlich... Ich gucke, ob das gerade einigermaßen ist. Ja. Ja. Hätten wir hier auf jeden Fall die Möglichkeit. Ne? Auch wenn wir sie nie brauchen werden, wir hätten die Möglichkeit, einen Zug hier durchfahren lassen zu können. Oder auch eine Straße. Straße ist, glaube ich, aber wichtig, damit die das bauen. Ah, und die Straße geht unten lang. Dann müssen wir mal gucken, wie wir die hier gleich dann da unten anbinden. Ja, okay, so ist blöd, weil da kommt das andere Zeug ja hin. So, Cloning. Let's clone again, like we cloned last summer. Ach so, wie sieht denn das mit den Ausgängen aus hier? Weil der geht nach links und der müsste aber ja nach rechts gehen. Also man kann mir sagen, was man will, aber die haben die echt den gleichen Winkel? Never ever haben die den gleichen Winkel, oder? Ich bin einfach nicht überzeugt. Okay, wartet. Wir müssen eh einen anderen Schienending nehmen. Wir brauchen jetzt nämlich R4 bei dem Ding. So, und wir richten das Ding daran aus. Jetzt wissen wir, ob das passt. Ja, ist 100% gleich. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist die Schiene da ein bisschen zu weit drin. Okay, das müssen wir nochmal machen. Das ist ein Krampf. Sag mal. R4, das ist R2. Nee, R4 brauchen wir doch. Also so, da wünschte ich mir halt ein paar Tools, die es wirklich leichter machen. Sowas hinzubekommen. Zumindest vom Anbinden her. Okay, das ist enger als das hier. Ist das schief dadurch? Nur noch ein Versuch. Hier brauchten wir R2. D2. Immer noch so eng. Aber mehr Platz. Man sieht es halt echt auch gar nicht. Immer noch ein bisschen zu wenig. Warte mal, wie kann ich das... Ich richte mal das UI aus. So, an die Stelle müsste es jetzt mit der unteren Seite. Weiß ich nicht, ob wir das sehen können. Ne, kann ich nämlich nicht sehen, wo die ist. Geh mal von... hier aus. Das könnte passen. Das sieht gut aus. Ah, nicht optimal. Vielleicht bauen wir den auch einfach ein bisschen enger ran.
Schade, dass man da wirklich nicht. Warte mal, wir gehen jetzt. Okay, so müsste es aussehen. Vom Abstand. Ich halte mich mit solchen Kleinigkeiten echt gerne auf, nicht wahr? Und am Ende bringen die gar nichts und das sieht trotzdem shitter aus. Ich glaube, der Imposter ist er hier oder er hier? Da ich das eher voneinander abhaben will, bist du eher das Problem. Und da ist ja egal, welches Road-Ding wir hatten, nicht? Da haben wir Road 3 genommen oder sowas. Road 3. So. Die Unterkante von der Straße ist da. Okay. Jetzt könnte es sein, dass das hier nicht rangeht, ja. Aber jetzt mache ich was anderes, weil wenn das jetzt zusammenpasst und das sieht gut aus, dann klone ich mir das jetzt. Setze es da kurz hin. Reiße das nochmal ab. Und hoffentlich setze ich es jetzt korrekt. Leider kann er hier nicht in dem Modus das schon anzeigen. Ein Gebäude brennt. Oh oh. Keine Feuerwehren unterwegs, aber da kommen gerade die Feuerwehrmänner. Puh, gerade noch rechtzeitig, dass die Feuerwehr losfahren kann. Das ist ein perfektes Timing vom Feuer. Aber das Ding hat schon mal gebrannt. Das ist auch so ein kleiner Imposter, der immer wieder Feuer fängt. Genau wie dieser eine Stromkasten. Als ob die hier immer, weiß nicht, rumhängen, rauchen und das dann anzünden. Außersehen, Feuer gelöscht. Nee, kein Schüttgut-Ding. Rohr. Okay, Rohr geht ran. Ach, jetzt willst du mich hier verarschen oder was? Jetzt geht das Rohr hier nicht ran oder wie? Hä? Aber... Warum ging das denn vorher? Kann doch nicht sein. Also nochmal. Wir nehmen das Ding. Wir klonen. Und dann müssen wir es... Entweder weil es zu eng oder nicht eng genug war oder nicht zu weit rechts. Das kann jetzt beides sein. So, du passt. Du bist jetzt ein bisschen schräg. Du passt nicht. Oh Mann. Aber du hast doch vorher hingepasst. Ich habe doch nichts geändert daran. Der hatte dann auf einmal einen anderen Winkel und dann konnte er da rangehen. Das wär so schön. Und dahin geht's. Das. Okay. Dann muss es noch weiter runter. Das anders kann ich mir jetzt nicht erklären. So viel zu Risiken. Risiken und Nebenwirkungen. Okay. Also nochmal. Du auf die Höhe. Wir gehen dichter. Probier es mal mit dichter. Das zu dicht. Das würde nicht gehen. Du würdest auch nicht gehen. Da nicht. Aber irgendwie geht das schon. Also, dass es geht, wissen wir, weil wir es ja vorher hatten, bevor ich es geklont habe. Das ist also wirklich eine Millimeter-Sache.
Ah ja, dann setzen wir es richtig tief. Da fehlen mir jetzt so ein bisschen auch Raster oder Vorschauen fehlen mir. Warum das Rohr hier nicht ran will? Kack doch nicht rum, Rohr. Du bist ein verschissenes Rohr, du kannst doch wohl gebogen werden. Also, wenn ich wüsste, was hier sein scheiß Problem ist. Aber ich weiß es halt nicht. Ah. Jetzt konnte auch wieder den Winkel ändern. Okay, mein Gott. Und alles für eine Schiene. Aber ich werde mir dafür irgendwann, wird mein Zukunfts-Ich mir danken, dem Vergangenheits-Ich, dass ich gesagt habe, hey, lass da eine Schiene hinlegen. Und ich werde vergessen, dass da eine Schiene war und dann werde ich so gucken und denken, oh, da ist ja eine Schiene. Ist ja krass, wer hat die denn da gebaut? Und dann weiß ich, haha, das war ich, aber in der Vergangenheit. Und genauso muss es nämlich laufen. Man muss sich selber überraschen können. Okay, jetzt müssten die Ein- und Ausgänge nach links und rechts auch passen. Und wenn alles geklappt hat und das jetzt nicht rumzickt, dann können wir... Ah, shit, das ist der falsche Eingang. Ja, das ist ein Ausgang. Wir müssen das nochmal so setzen. Irgendjemand hasst mich auch, glaube ich. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Okay. Es ist aber auch einfach schlecht von den Mods aus, nicht? Man sieht es halt, oder auch vom Spiel, die Ein- und Ausgänge, die liegen einfach kreuz und quer übereinander irgendwie. Und du darfst herausfinden, welcher denn nun links und rechts ist. Und das ist so... Du siehst es nicht. Da können sie wirklich das ein bisschen verfeinern. Und vielleicht so... Wenn du ranzoomst, wird es nicht größer, sondern so, dass es in jeder Zoom-Stufe halt passt oder so. Wäre schon schön. Und ich... Ja, zumindest irgendwie so. Weil das ist schon... Oh, schwierig. So, welchen nehmen wir denn jetzt? Warte mal. Dann brauchen wir Road. Ah, da sind so kleine Dreiecke dran, nicht? Wir brauchen raus nach raus. R1 nehmen wir. Ich glaube, mit dem können wir nichts verkehrt machen. Sieht fast okay aus. Schiene ist ein Ticken zu dicht dran, glaube ich. Ja. R1. R1. Jetzt hätte ich natürlich nicht aufgepasst, wo die Schiene vorher war. Ah, ich weiß aber, woran ich mich orientiere. So, jetzt müsste es passen. Ah, auch nicht 100 pro, nicht? Vorher war es noch mehr. Ja, vielleicht passt es jetzt besser zur Straße. Dann bauen wir erstmal die Straße nochmal. Und jetzt die Schiene. Ah, das ist schon okay. Das lassen wir jetzt so. Außer es gibt wieder irgendein anderes Problem, was ich gerade nicht gesehen habe, wie das hier nicht geht. Aber es geht. Mein Gott. Aller Anfang ist schwer. Jetzt haben wir einen Schienenübergang. Eine hochgelegte Pipeline. Oh, hier fehlt ein Rohr noch. Da haben wir Rohr, da haben wir Rohr. Ach so. Ah, stimmt. Ich brauchte hier eine Zusammenführung. Das ist gar nicht schlecht.
Eigentlich ist es ja genau das Ding. Ah, dann brauche ich doch da nicht eine extra Pumpe, oder? Warte mal, dann kann ich da doch... Machen wir da noch eine Pumpe zwischen. Stimmt, ich bin auch trottelig. Ich will ja zwei Sachen haben und die an eine Pumpe anschließen. Oh, gut, 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 gut. Und die Pumpe ruhig eine Dreier. Ah, ist zu viel, oder? Da sind zu viele Anschlüsse. Eine Zweier? Wären vier, nee. Hier, die Einer reicht immer noch. So. So. Ja, die... Hier, die mag sie irgendwie nicht. Die macht sie immer falsch. Okay. Das heißt, da wird reingepumpt von beiden, da wird rausgepumpt in beide. Das heißt, da wird genug gespeichert, hoffe ich. Dann können wir jetzt die Straßen ziehen. Das wird jetzt das Spannendste an der Geschichte. Wobei, eigentlich auch nicht. Das kann noch mal ein Stück tiefer. Das muss eigentlich auf diese Höhe. Und das ist jetzt die leichteste Übung, das nochmal hinzukriegen, diesen Overpass. Haben wir den hier irgendwo? Komm, klonen. Ich will den nicht raussuchen aus diesen 3500 Mods. So. Ah, passt immer noch nicht hundertprozentig. Ja, aber das geht. Das ist okay. Damit kann ich ein glückliches Leben führen, sagen wir es mal so. So, da sind die beiden Ausgänge. Du kriegst jetzt deinen Eingang irgendwo hier. Und dann Parallelmodus und du kriegst deinen Eingang irgendwo da. Die haben natürlich dann einen richtig weiten Weg. Und bei denen, da machen wir das so, weil da oben die Schienen nämlich noch mit rankommen. Und das geht nicht, weil... Hahaha! Da das Rohr im Weg ist. Hallo Lytro! Wie geht's mir? Jo. Ohr nervt immer noch. Ah, das ist ja Kaka. TKKG ist das. Das ist wirklich scheiße. Weil das funktioniert nämlich jetzt nicht. Shit. Das könnte jetzt alles wieder durcheinander bringen. Ja, wir brauchen die Straße. Und die kriege ich nicht da raus. Das ist im Weg. Es muss noch tiefer. Ach, Dreck. Jetzt machen wir es aber anders. Wir nehmen die andere Vorlage. Oh Mann. Aber ich bin schon mal froh, stellt euch mal vor, hier würde das die ganze Zeit passieren und ich müsste alles von Hand neu bauen und das gibt dieses Klonen-Feature nicht. Da reiße ich hier auch gerne mal ein paar Sachen von Hand ab. Aber da würde ich ja irre werden. So, nochmal. Klonen. Jetzt aufpassen. Von welchem aus? Von, nein, mit der Pumpe. Nein, mit der Pumpe. Nein, mit der Pumpe. Ja. Nein, mit der anderen Pumpe auch. Nein, nicht mit dem Rohr. Nein, mit dem Ding, nein, 1 Millimeter wäre. Ja, jetzt haben wir alles. Genau, die Dinger. Einmal hier runtersetzen.
Kann ich das jetzt alles? Nee. Okay. Abreißen. Heute ohne Brille? Ja. Heute ohne Brille. Wer zu spät kommt, kriegt keine Infos. Nein, ich war beim Optiker. Ich habe gerade Mist gebaut. Ich habe zu viel abgerissen. Oh nein. Oh nein. Weil ich erzählt habe. Ich muss mich konzentrieren. Sorry. Das geht jetzt nicht. Wir können später reden. Ah, Kacke. So, jetzt nochmal. Du warst der hier. Okay. Jetzt machen wir es so. Wir orientieren uns einfach an den untersten Straßenpinöppel. Das ist echt 100% Konzentrationsfähigkeit. So. Der zeigt... Aber beides mal nach innen. Du bist der Falsche. Du bist der Falsche. Du bist der Kackdings. So, wir brauchen zweimal nach außen zeigen. Und das bist... Oh Mann, da ist der grüne Dings drüber. Die zeigen nach innen. Die zeigen nach innen. Wo ist denn der? Wir haben hier L4 nicht. Der fehlt. Deswegen habe ich das Problem die ganze Zeit. Uns fehlt Ray L4. Okay, aber dann nehmen wir hier den hier. So, und jetzt an der Unterkante orientieren. Und den können wir auch auf der Seite jetzt nehmen. Ah, hätte ich das gewusst? Ah, Mann. Shit. Echt, jetzt nochmal Kontrolle. Passt das? Das passt. Das habe ich zum Glück nicht abgerissen. So, jetzt wichtig, erstmal die Straße hier irgendwie rumziehen, dass die da ist. Sonst blockieren wir uns die wieder gegenseitig. So. Forschungsprogramm ist abgeschlossen. Stahlermüdung. Oh, das ging ja fix. Boah. Viele Professoren, viele Studenten. Dann Stahlseile, Geologie. Und da forschen wir Geologie, dann wissen wir nämlich auch, wo die Ressourcen sind. Oh, und dann können wir jetzt den Rest wieder zurückklonen. Klon. Oh. Hallo, Blubberblödi. Ah ja, ich bin in einer wichtigen Phase. Ich kann gerade nicht. Ich werde gleich eure Nachrichten alle genüsslich lesen und mich freuen, dass ihr da seid. Aber gerade im Augenblick habe ich nicht mit erwischt, dass ich die Pumpen erwischt habe. So, jetzt aber. Ich habe mich gerade gewundert, warum da die Dinger waren. Hä? Die Pumpen? Ich sehe schon wieder die Gebäude nicht mehr. Warum auch immer. Ach so, wenn ich da oben drüber komme, dann sehe ich das nicht. Meint ihr, das könnte klappen vom Winkel? Ich sag mal ja. Wenn nicht, müssen wir es nochmal abreißen. Oh. Und... Daumen drücken, das geht. Und das geht auch. Das sieht scheiße aus. Wie viel weiter nach rechts könnte ich dann? Nur mal rein hypothetisch, als ob ich jetzt alles abreiße, um das nochmal... Okay, wir können ordentlich noch nach rechts. Warte mal, ich markiere mir das mal. Dann weiß ich, dass ich da nämlich hin könnte. La 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 la. Niemand hat das hier gesehen. Niemand hat hier was gebaut. Ich liebe diesen Planungsmodus. Ah, aufpassen. Nicht zu viel, nicht zu wenig wegnehmen. Mit Brille wäre das sicher nicht passiert. So. Alles markiert. Und... Klonen.
alles erwischen. Ich hoffe, hier sind keine. Hier sind irgendwo Reste, kann das sein? Hat nicht alles. Ja, er hat nicht alles gelöscht. Das ist nervig, dass manchmal so Straßenreste übrig bleiben. So. Klon, klon, klon. Und danach bin ich wieder voll konzentriert. So, und wir wollen ja auch mittig von dem Ding, das wäre hier. Der mittiger. So, jetzt haben wir es, glaube ich. Hört er DTS ohne Kopfhörer überhaupt? Drückt die Daumen, dass es klappt. Wunderbar. Klappt. Jetzt muss noch die eine Straße ran und dann haben wir es. Dann haben wir das geschafft. Da bin ich zufrieden und glücklich. So. Ja, und wo machen wir die hin? Die läuft ja jetzt mit nach da vorne. Und dann kann das hier irgendwie mit ran, dass die da wenigstens heilen können. So, jetzt haben wir's. Oh Mann. Und dann können wir hier hinten nämlich an die Fabrik ran. Okay. Sehr schön. Und dann das Ganze renaturieren. Ah, das war ein Akt. Das war ein Akt, sage ich euch. Für die paar Sachen hätte ich jetzt nicht gedacht. Wichtige Phasen sind immer gut. Ja, jetzt lese ich mal. Guten Abend, Blubberblödi, das hatten wir schon. Hat die Brille vergessen beim Gehen und ohne den Weg nicht zurückgefunden. Ja, deswegen ist auch nur mein Klon hier. Mit Brille wäre das sicher nicht passiert. Das ist nicht wahr. Ich habe ja eine Brille auf. Hört der TTS ohne Kopfhörer überhaupt? Nein? Wie soll ich es denn sonst hören? Ich habe doch eh Ohrenprobleme. Ich könnte euch nicht mehr hören, wenn ich euch hören wollen würde. Das ist ja das Problem aktuell. Deswegen ohne Headset, ohne Ton. Weil es mir nichts bringen würde. Vielleicht hat der Optiker auch festgestellt, dass er eigentlich gar keine braucht. Theoretisch ja. Hat er sogar wirklich festgestellt, mein Problem ist meine erschlafften Augenmuskeln, die einfach nur nicht mehr fokussieren wollen. Da die Brille oder das Auge selber würde 100% Sehleistung erbringen können. Also rein physikalisch. Nur mechanisch tut es das nicht. Da hilft mir auch eine Brille nicht so viel. Deswegen sind wir auf Kontaktlinsen übergeschwungen. Und die sitzen jetzt noch nicht optimal, da kommen noch mal neue. Aber es macht auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß, am Rechner zu sitzen mit Kontaktlinsen, als mit einer Brille. Kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und jetzt bauen wir Mondraketen. Jetzt haben wir den Treibstoff für Mondraketen. Das muss ja auch erstmal reichen, nicht wahr? Das muss ja auch erstmal reichen. So, die Schiene. Warte. Wir gehen lieber in den Schienenabrissmodus. Nicht, dass ich hier aus Versehen zu viel wegnehme. Sind alle Fragen beantwortet? Hab ja immer auch nur Fensterglas drin sitzen. Intellektuell Ausschau. Ja gut, das machen wirklich viele inzwischen heutzutage. Nee, das war dran, ne? Das sieht so aus, als ob das nicht dran ist. Aber da ist auch ein Punkt. Das passt schon. Ja, das wäre unsere Anlage. Das hier können wir nochmal gerade machen, oder? Das ist nicht 100% gerade, würde ich sagen. So ist, glaube ich, besser. Das machen wir auch nochmal. Oh. Schön. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein.
schön dieses auf der Welt zu sein. Jetzt noch die Autobahn ran. Und dann sind wir, glaube ich, ganz gut fertig hier. Sollte ich Kontaktlinsen auch mal ausprobieren? Also kann ich nur empfehlen, weil alles wirkt auf jeden Fall einfach viel, viel größer. Und nicht so klein. Das macht schon viel aus, finde ich persönlich. Und sie sind gar nicht mehr so teuer, wie man das denken würde. Das war mit der andere Aspekt, warum ich das nochmal probieren wollte. Okay. Das heißt, wir könnten das bauen lassen. Oder gibt es noch Einwände? Habe ich was vergessen? Irgendeine Pumpe. Irgendein Overpass. Hier ist eine Pumpe für das Ding. Hier ist eine Pumpe für das Ding. Bitum, Öl. Pumpe, Pumpe. Auch wenn ich sie nicht brauche. Straßenübergänge, Straßenübergänge. Falls wir irgendwo hin wollen. Straßenschienenübergang hierhin. Hier hinten die Anschlüsse. Die habe ich vergessen. Und da würde ich auch nochmal eine Pumpe vorsehen. Einfach, weil es kann. Nicht, weil es muss, einfach weil es kann. So. Nach dort, nach dort. Nach dort. Nach dort. Kriegen wir das wenigstens hin, dass das eine gerade ist? Ja, oder? Ich glaube, wenn ich das so mache, könnte wenigstens das eine Rohr ein bisschen gerade aussehen und nicht ganz so schief. Windschief ist es trotzdem. Na gut. Oh ne, aber jetzt geht der nicht mehr ran, oder was? Warum denn nicht? Überschneidung. Was denn für eine Überschneidung? Mit wem denn? Mit wem überschneidest du dich? Also so geht es. Und dann ist er aber nicht dran. Okay, warte. Dann machen wir es erstmal. Erst ihn hier. Dann ihn hier. Oh, geht doch alles irgendwie. Wie? Und jetzt willst du nicht? Beschneidung. Oh, sag mal. Also die Mod-Gegenstände haben manchmal leichte Probleme, was so die Reihenfolgen angeht. Sehr schön. Ich traue mich nicht, die in die Augen zu fassen, um die Kontaktlinsen zu montieren. Ja, das ist eine Übungssache auf jeden Fall. Aber ich hatte früher schon Kontaktlinsen, deswegen ist das für mich, sag ich mal, einfacher gewesen, da Zugang zu haben. Und habe da nicht mehr so eine Scheu. Ich hatte am Anfang auch Bedenken, aber 3-4 Mal gemacht, dann geht es. Den Optiker, den ich habe, der meinte auch, er hat auch Leute, mit denen hat er jetzt 3 Termine gehabt, bis die einmal drin hatten. Eine Stunde. Und er lässt die Leute aber erst immer raus, wenn sie das mindestens einmal beim Rein rausgenommen haben. Und ich habe das halt in 5 Minuten drin und draußen gehabt, weil ich es halt einfach noch von früher kannte. Das erste war ein bisschen hackelig, da habe ich so 2 Minuten gebraucht, aber dann Sekundentakt. Ist auf jeden Fall eine schöne Lebensqualität. Gerade für Sport finde ich die Linsen super, aber auch so sind sie sehr angenehm. Ja, wenn sie passen, auf jeden Fall. Habe ich eigentlich einen Knick in der Optik bzw. auf der Netzhaut und kann die blau-weißen Autobahnschilder dadurch nicht lesen? Das ist bei mir blau mit weißen Balken drin und je dunkler es wird, desto mehr solche Sachen passieren und die Brille gleicht nur den Knick aus und bricht das Licht wieder, wie es soll, aber Sehstärke vom Glas ist wirklich 0,0. Auch interessant, das ist doch diese Nachtblindheit. Wie heißt denn das? Das hat doch einen Namen.
Okay, ich glaube, das wird ein teurer Bauspaß hier. Und ich glaube, wir brauchen das zweite Ding hier zum Beispiel nicht. Da könnten wir erstmal sagen, komm, das können wir da später dazu nehmen, wenn wir es brauchen. Wenn wir merken, ah. Erstmal ein bisschen sparen, wo wir können. Ist jetzt sehr groß geworden und sehr weit entfernt von da hinten. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich es am Anfang hier geplant hatte, in der Größenordnung. Und jetzt ist es so groß geworden. Ja, gut. Ich meine, ist auch sehr weitläufig. Also gerade der Haken hier ist sehr weitläufig. Nicht, den könnte man enger fassen. Aber... Das ist Bitum, das braucht man nicht so viel. Hier vorne kommt der Treibstoff. Und dann ist alles gut. Ach du Scheiße. Und einer hat gestern gefragt, brauche ich denn überhaupt die Verkehrsschilder? Ja, normalerweise nicht, aber für so eine Situation ist es hilfreich zu sagen, ihr habt jetzt Vorfahrt. Das ist halt, weil hier die Ausfahrt ist von dem Abtransport, blockiert sich das gegenseitig. Und ich würde sagen, ich lasse das mal weiter bauen. Wir sind bei fast 2 Millionen, machen 144.000 plus im Monat. Alles läuft ganz gut. Wir haben inzwischen aber 205 Leute ohne eigene Wohnung. Das heißt, wir müssen auch ein neues Viertel planen, wo die einziehen können. Oder planen da hinten erstmal den kleinen Teil. Aber die Baubüros sind ja jetzt alle beschäftigt. Ja. Also mal gucken, wie wir das machen. Wobei die doch sind auch alle mit hinten beteiligt. Ja, lassen wir die das erstmal bauen und dann würde ich sagen, planen wir weiter, dass wir die Arbeitskräfte kriegen. 3% Arbeitslose nur ist nicht viel, das ist aber ausreichend und wir machen halt mit dem Stoff hier ordentlich. Plus, oh, ist leer gelaufen. Ah. Weil ich einen LKW zu viel drin habe. Ah, okay. Aber so ist es halt. Also, bis zur nächsten Folge.